Das sind wir, die Mozartkinder. Wir mögen Musik und sie verbindet uns, so unterschiedlich wir alle sind. Ob 7 oder 20, ob klein oder groß. Beim gemeinsamen Musizieren lernen wir etwas gemeinsam zu schaffen. Wir können uns entwickeln, unsere Stärken und Interessen entdecken. Das Projekt Mozartkinder gibt es seit dem Jahr 2008 und es wurde von der Mozartgesellschaft in Chemnitz ins Leben gerufen. Bis heute nehmen schon 52 Kinder und Jugendliche teil und bis 2018 wollen wir 100 werden. Unsere Leiterin ist Tu Chang Sauer. Sie ist selbst Geigerin und Musikpädagogin. Sie ist geduldig, liebevoll, gerecht und sie kann gut erklären. Sie ist halt einfach cool. Ganz wichtig ist auch unser Franz Sträuber. Er ist der, der alles im Hintergrund organisiert. Die Mozartkinder werden dazu noch von vielen anderen Musikern begleitet, die viel Erfahrung haben und gern mit uns zusammen musizieren. Zum Beispiel Katrin Kauer und Mathis Stendicke. Das Projekt Mozartkinder möchte Kinder und Jugendliche im Alter von 7 bis 21 unterstützen. Dabei werden nicht nur hochbegabte Mädchen und Jungen gefördert. Jedes Kind kann hier seinen Platz finden und Stärkung erfahren. Bei den Mozartkindern lernen wir nicht nur ein Instrument zu spielen, sondern noch viel mehr. Vor allem aber auch in einem Ensemble mitzuwirken, aufeinander zu achten und miteinander zu arbeiten, füreinander da zu sein. Und auch mal über die Musik hinauszuschauen, andere Künste zu entdecken und uns vielseitig auszuprobieren. Hier bei unserem gemeinsamen Aufenthalt können wir zum Beispiel uns kennenlernen, Freundschaften schließen und musizieren, gemeinsam tanzen und andere Kulturen kennenlernen. Mit einem Puppenspieler Geschichten erzählen, mit der Filmkamera arbeiten, Natur entdecken, basteln, gemeinsam verreisen und noch vieles mehr. Besonders bei gemeinsamen Unternehmungen, wie hier aber auch bei all dem, was wir als Mozartkinder gemeinsam und individuell machen, können wir entdecken, was Kreatives in uns steckt und unsere künstlerischen Seiten aufspüren. Und wenn auch die Musik immer eine wichtige Rolle spielt, werden wir doch immer auch in unserer gesamten Persönlichkeit gesehen und geachtet. Ganz nach dem Motto des Projektes, dass niemand unmusikalisch ist und dass mit einer intensiven Förderung der kreativen Begabung das Leben besser gemeistert werden kann. Mozartkind zu sein, das bedeutet vieles für uns. Zum Beispiel, dass man viel mehr mit den Mentoren auch zusammenarbeitet und dass man denen auch mehr anvertrauen kann als normalen Musiklehrern. Also es macht hier sehr viel Spaß und man findet hier auch leichter Freunde. Es ist schön, dass wir hier auch mehr verreisen und so. Ich finde es schön, dass wir auch andere Instrumente mal ausprobieren können. Ich finde es sehr schön, dass wir gemeinsam etwas schaffen und wenn wir ein Stück fertig gespielt haben, dass wir dann sehen, was wir gemacht haben. Ich finde, dass wir hier nicht nur lernen, die Musik zu spielen, sondern auch die Musik zu verstehen. Mozartkind zu sein bedeutet für mich, andere Menschen kennenlernen und andere Sprachen zu lernen. Mozartkind bedeutet für mich, Freundschaften zu schließen und Musik zu genießen. Das ist auch mein Cajon-Spiel.
Wir wünschen uns, dass dieses Projekt weiterhin besteht, dass wir weiter so viel Spaß haben werden und dass vielleicht noch der eine oder andere dazukommt.